Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir haben hier nichts Organisches und der hat keinen Saft mehr. Und wir kriegen hier wohl auch nicht allzu viel, ha? So, shit. Gehsäcke. Keine Ahnung, was mehr Energie bringt. Die Samen, wenn man die aufschneidet, das kriegt man, glaube ich, 5 Samen oder so. 4, 5 Samen. Oder der Gelsack an sich, keine Ahnung. Beim Essen hilft er nicht viel, also viel Kalorien hat er nicht. Und wenn es davon abhängt, ne, die Mahlzeit. Ne? Die Energie steigt wieder ein bisschen und sie sind noch da. Passt. Gut, weiter geht's. Eine kurze Zwischenstopp hier. Wer bist du? Dockabteil kennen wir schon, gut. Ja, mit, falls wir brauchen. Wer weiß. Keine Ahnung, wofür das gebraucht wurde noch. Also. Nehmen wir es lieber mit. Ist ja auch organisch. Boah. Und von daher können wir sie auch in einem Reaktor verbrennen. Wobei, wir bauen da unten einen Kernreaktor, also auch wieder nicht, ne? So, hoffen wir mal, dass wir dem Leviathan noch ein bisschen entgehen können. Noch ist kein Schatten zu sehen. Aber man hört ihn. Da hinten ist auch schon. Gas geben, bevor er hinter uns her ist. Falls es nicht schon ist, vielleicht entkommen wir. Oh oh! Oh oh! Puh! Gerade. Oh Mann, gerade noch erwischt mit einem Elektroschock. Der wollte ihn schon schnappen. Er wollte ihn schon schnappen. Puh! Das fängt schon mal gut an. So, wir werden hier einiges an Lithium brauchen. Also schauen wir, dass wir uns das hier holen. Quarz können wir auch nehmen. Für Fenster. Auch wenn wir aufgrund des hohen Drucks hier unten nicht allzu viele Fenster bauen können, wahrscheinlich, ne? Ohne dass uns alles zusammenbricht. Oh oh. Ups. Das war der falsche Knopf. Wo geht's denn da hinten hin? Hier sollten wir ein bisschen sicherer vor ihm sein, weil hier ist nicht so viel Platz für ihn, wo er durch kann. Upp. Wir haben selber schon wenig Platz hier unten. Wow. Wo bauen wir uns hin? Eigentlich schon einen ganz guten Ort in ihrem Kopf. Den müssen wir nur finden. Oh.
schon mal auf. Kreist er um das hier herum oder was? Ah, schaut so aus irgendwie. Geht's wohl auch sonst nicht weiter? Boah, ein großes Gebiet hier. Ich weiß gar nicht, wo man hin soll. Aber da geht's weiter hinunter, also begeben wir uns mal dorthin. Weiter. Komm her! Bam! Friss das! Wir hauen mal ab. Ich glaube, hier sind wir richtig. Man sieht leider nicht sonderlich weit hier. Ist ein bisschen eine Sucherei, und nachdem es ja leider nicht dieses Sonar gibt, wie für die Seamoff noch damals, ist es ein bisschen schwierig. Ja, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Hier sind noch einmal rote Kristalle. Hier sind wir auch relativ sicher. Hoffe ich. Na, so sieht man schon ein bisschen weiter. Bisschen. Nicht viel. So, Plastalbarren haben wir jetzt keine zwei, fürchte ich. Ne? Aber wir können ja was craften. Brauchen wir etwas Titan. Noch eins. Komm her da. Wir haben für den Moonpool gar nichts mitgenommen, fällt mir gerade ein. Aber egal, wir haben hier unten eh fast alles, also. Ja. Fast alles! Aber kein Öl, ne? Fuck. Shit. Öl ist das eine, was wir hier unten sicher nicht finden werden. ...3,6! Naja, das ist nicht viel. Kann man Hedge schon machen? Nee. Aber man kann Titan haben natürlich. Blei haben wir, okay. Sehr gut. Da haben wir ein Lithium. Haben wir noch mehr Lithium irgendwo? Fürchte nicht, ne? Nö. Ist nicht schlecht. Okay, da reicht eh eins. Passt. Dann verstärken wir hier gleich mal. Und da kommt eine Luke. Einstiegsluke. Emergency power only. Oxygen production offline. Dann kommt der Kernreaktor. Plastalbarren, erweiterter Kabelsatz und Blei. Oh Gott, wir haben nur das Blei aktuell. Für den Plastalbarren fehlt uns nämlich Lithium. Auf die Schnelle sehe ich keins. Wohl auch ganz hier erstmal. Nicht in der näheren Umgebung. Auf den Kyanit. Gott, müssen wir sich mit dem Bronze-Suit dann holen. Legen wir erstmal alles ab da drinnen.
Meditan mit. Das sollte erst einmal genügen. Da packen wir einfach mal alles rein. Momentan ist er noch nicht so wichtig, wo was ist, da brauchen wir noch nicht so viel sortieren. Einen erweiterten Kabelsatz haben wir ja. Ich hoffe, wir brauchen ihn nicht für was anderes. Naja, wie zum Beispiel für den Wurfarm unseres Prawn-Suits, ne? Ja, der wird aber erstmal hier gebraucht. Gut, dann machen wir uns mal am Weg. Auf der Suche nach Lithium. Lithium gibt es ja leider nicht in so großen Vorkommen zum Abbauen. Wäre mir jetzt nicht bekannt zumindest. Wissen wir eigentlich schon, was wir brauchen? Oh ja! Okay, wir müssen dann später nochmal nach oben, weil wir haben nicht alles mit, was wir brauchen, offensichtlich. Wo ist Lithium? Wieder Titan, nochmal Titan, jede Menge Titan. Oh, oh! Titan, natürlich. Da ist ein Lithium. Aber wir brauchen mehr als eins, glaube ich. Also noch eins. Da gibt es Kupfer. Oh oh. Dem entkommen wir nicht mehr, fürchte ich. Ah, da kommt er schon. Mein Bohrer ist bereit. Gute Entscheidung, Kollege. Gute Entscheidung. Aber wenn wir schon da sind, können wir gleich was anderes machen. Wenn sich der da schon verpisst. Aber haufenweise Quarz hier. Schieben wir gleich mal hier in den Schlund, in den kristallinen. Sagt eigentlich die Zeit. Machen wir mal noch ein bisschen. 764 Meter. Hier schon ein sehr, sehr tiefer Punkt. Oh, und es geht. Noch tiefer, das weiß ich alles schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, es ging hier sehr tief. Ah ja. Ah, hier gibt es, glaube ich, mehrere Eingänge auch.
833 Meter. Der Bronze-Suit können wir hier nicht hinein. Ihr habt ja ein Leck. Hi Jungs, können wir eh nicht scannen oder haben wir schon gescannt? Körperteile. Sieht nach. Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. You have scanned all the components we need to make the storage done. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call cautious optimism. Ja, das ist nichts. Gut, damit haben wir alle Teile, die wir. Alle Baupläne, die wir brauchen. Aber wir brauchen noch das ganze Zeug dafür dann. Schau mal, da geht's ja auch noch. Das ist nämlich der Weg, den ich damals gegangen bin. Damals. Vor langer Zeit. Alter, was macht denn er hier? Wollt ihr mich verarschen? Die! Was macht ihr hier? Ja, also das ist der Weg, den ich zur Schule gegangen bin. Ne? So, und hier geht's wieder nach oben. Denk mal, wir sind vorher viel weiter gegangen. Viel weiter, als ich das in Erinnerung hatte. Oh-oh. Können wir kurz mal rasten? Nö, können wir nicht. Mist. Ab geht's nach unten. Oh oh, das ist jetzt schlecht. Wir müssen hier nicht stehen können. Ah ja, hier können wir kurz stehen. Sonst können wir unser Schubmodul nicht aufladen. So, jetzt sind wir hier woanders. Finden wir hoffentlich auch andere Sachen. Ne? Wir brauchen ja schließlich immer noch Lithium, Silber. Ah, jetzt kommen wir in so eine Spalte endlich unter. Das ist leider nicht ganz die, die ich wollte. Wo sind denn die? Wenn wir früher mal da waren, gab es so viele ressourcenreiche Spalten und jetzt findet man hier keine. Ressourcen, wir kommen. Krakenhai entdeckt. Ist gerade geschlüpft. Und noch weiter in die Tiefe. Also hier unten geht's etwa genauso tief wie das kristalline Dings, wo wir gerade waren. Ne? Diese Einrichtung. Ist fast genauso tief. Oh Gold. Nickel! Das haben wir doch gesucht, oder nicht? Mann, das hat sie hier unten gegeben. Jetzt mich verarschen. Wir suchen uns zum Trottel und dann gibt es das eh hier unten. Oh Mass. Dafür gibt es jetzt wieder kein Lithium.
Oh, ganz schön warm hier. Wow, hier hat es 70 Grad. 71 Grad sogar teilweise. Macht uns aber gar nichts. Interessant. Sonst tut uns die Wärme doch immer irgendwas. Ah, kein Lithium hier. Noch mehr Nickel. Hier. So, wo ist jetzt die C-Truck? Die ist da hinten dann. Immer noch kein Lithium. Oder ich bin blind. Kann man nicht ausschließen. Alter, jetzt finde ich auf einmal nur noch Nickel. Überall ist Nickel. Jetzt wo wir wieder was anderes brauchen. Da hat er uns entdeckt. Bye. Scheiße, da kommt er fix rein, oder? Oder? Nee, da kommt er nicht rein, das hatten wir schon mal. Nee, er kommt hier rein. Die! Shit, Mann. Hau ab, Mann! Ich glaube, ich finde ein einziges noch. Ich finde noch ein einziges Lithium irgendwo. Ja, hier, da ist ein einziges. Oh, 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 oh. Andere Richtung, schwimm in die andere Richtung. Ja, schwimmt in die andere Richtung. Ich sehe da noch ein Lithium. So, machen wir uns mal schnell aus dem Staub hier. Sollen wir ja auch was essen, was interessant wird. Ich weiß nämlich nicht, ob wir es mithaben. Sonst müssen wir sicher hier einen Fisch kriegen oder so. Zeit. Oh, der Part ist schon längst zu Ende. Gut, Freunde, im nächsten Part bauen wir hier weiter an unserer vermutlich letzten Basis. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.